das Präsidium, da wollte uns ja irgendeiner noch sprechen. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Hier sind wir auch neu. Ich denke, ich werde mit ihm Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen. Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und das bin ich nicht. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Ach ja. Sieh. Wo ist ein Kopf? Ach, das ist Werbung. Wenn wir die Finanzfrau ist auf Militärgerät umschwächen, verlieren wir Millionen. Wen interessiert denn das Geld? Haben Sie nicht die Neuigkeiten von Calvin gehört? Dafür ist Ihre Armee zuständig. Niemand wird bis zur Citadel vordringen. Ich habe Palavan brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können. Hören Sie, Cyrus. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und sich absetzen, bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay, okay, lassen Sie mich nachdenken. Wir könnten die VIs zu modernen Zielerfassungslösungen umfunktionieren. Genau, den Großteil der Hardware könnten wir weiterverwenden. Die Finanz-VI hat mehr Rechenleistung, als wir dafür brauchen. Ja, ja, das müsste klappen. Wir rüsten die VI so um, dass sie für alle gängigen Waffen funktioniert. Waffennachrüstung ohne Neuerwerb eines Zielcomputers. Flexibilität und kurze Reaktionszeiten. Wir verdienen ein Vermögen. Ein kleines Vermögen. Wir verkaufen sie zum Selbstkostenpreis plus 3%. Na gut. Immer wird daraus gerettet. Nein, das ist der oben. Zur Zuflucht, meine ich. Tut mir leid, ich dachte, Sie sehen sich die Werbung an. Natürlich nicht. Die Zuflucht ist Betrug. Was? Oh, darauf können Sie wetten. Jemand verdient Geld mit der Angst der Leute. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Das, der Name war doch auch einer von dem Bloodpack gewesen, oder? Ich weiß, was Sie meinen. Ich hatte gedacht, unsere Ausbildung würde uns auf alles vorbereiten, aber das... Jedes Mal, wenn diese Asari-Elite-Soldatin mich sieht, fängt sie einfach an zu schreien. Inzwischen höre ich es sogar schon, wenn ich versuche zu schlafen. Eigentlich soll ich ihr helfen, aber ich habe das Gefühl, ich zerstöre ihre Welt jedes Mal wieder, wenn sie mich sieht. Es ist nicht ihre Schuld. Jeder Mensch würde wahrscheinlich im Moment diese Reaktion bei ihr hervorrufen. Nein, ich habe die Akte über die Kolonie gelesen, von der sie kommt. Das Mädchen, von dem sie ständig redet. Wir sehen uns sehr ähnlich. Ich sollte da eigentlich gar nicht mehr rein dürfen, um zu helfen. Und das ist die eine, die da im Krankenhaus war, die mit einer Waffe wollte? Entschuldigung, wenn ich immer stehen bleibe und zuhöre, aber das finde ich immer so extrem interessant. Redet hier noch irgendjemand mit mir? Nein, wir können da reden. Ach ja. Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Na, wie kann ich das vergessen? Wir waren mittendrin. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Oh, jetzt fängt es auch noch an mit Söldnertrupps. Bleib mal ganz ruhig. Wir schaffen das. Gönnen Sie sich auch mal etwas Ruhe. Ich weiß, aber es gibt immer Aufgaben oder Besprechungen. Ach übrigens, reden Sie mit dem Volus, Barlavon. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Sind jetzt eigentlich hier alle mit auf der Citadel? Das hat der wieso nur sich Zufall gefunden. Muss ich nochmal genauer durchgucken. Wir müssen Jake in den Hof gehen. Er sollte mit anderen Kindern zusammen sein. Aber was ist, wenn es wieder einen Angriff gibt? Wir können unser Leben nicht damit verbringen, darauf zu warten. Wir sind mitten im Krieg und ich soll ihn einfach jeden Morgen wegschicken? Wir müssen Jake in den Hort geben. Der Sohn. Hören Sie. Tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Streichfähige Alternative?
Probieren Sie doch mal die Kloaken. Das ja, das. Aus freilaufenden Bio-Varen. Ja, kein Ding. Meridianmarktplatz. Hallo, ich klick doch. Ach, nämlich. Wohngebiete. Dann eben nicht. So, jetzt muss ich mal kurz auf der Karte durchgucken. Bitte. Die sind hier. Oh Gott. Genau. Aha. Nächstes Ziel, Garrus. Nein, erstmal Evie und Joker. Na, nicht. Balavon war das gewesen. So, ich bin jetzt gerade hier. Bin ich da? Oh, ich und Orientierung. Da geht's noch weiter runter. Das habe ich gar nicht zuerst gesehen gehabt. Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt. Aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? ja. Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein. Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Ja, liebeskranken Schönheitschirurgen. Nicht unbedingt das Beste, aber solange Sie dabei sind, ich glaube, der wird ihr überall folgen. Edie, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Das ist irgendwie lustig mit anzusehen, dass die beiden hier... Das ist der einzige Grund, warum sie einen Körper gekriegt hat, damit er mit ihr hier flirten kann. Na, Joker, wie geht's? Hey, Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und... Ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Die haben keine Ahnung. Sie haben Angst, sie wollen das verheimlichen. Das will man, will ja keine Panik machen. Wenn es um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen können. Und bis dahin ignorieren Sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Er ist total verschossen. Definitiv. Iridium Place. Ich muss diese verdammte Bank finden. Aber
Stadt und ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, ich brauche kein neues Modell oder einen Gutschein oder sonst was. Ich will nur mein Geld zurück. Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Eine volle Rückerstattung? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Die kompletten 15 Credits. Oh, wow. Hey, danke. Ja, 15 Credits ist jetzt wohl nicht so nett. Pistolenzielfernrohr. Kaufen wir einfach mal. Und Kühlkörper. Ja, Kühlkörper können wir gebrauchen. Nicht so viele auf einmal, bitte. Einfach Schulter. Lauffolgerung. Einfach alles kaufen. Das ist immer gut. Ja. Zu viele Stimmen auf einmal. Okay. Zielsicherheit. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Natürlich. Ich tue alles, um zu helfen. Wir sind doch eine Familie. Die extremen Wetterbedingungen verlangen möglicherweise nach einer Technologie, die auf dem Markt gar nicht frei verfügbar ist. Ah ja, illegal. Upsala. Wo ist die Bank? Bank, Bank, Bank. Jetzt bin ich hier wieder. Okay, Bank, Bank. Ich bin hier. Wo ist die Bank? Eins. Und dann muss ich wieder dahin. Hoffe ich zumindest, dass es richtig ist. Nee, das sieht mir hier noch mehr nach Apartments aus. Yep, ist Apartment. Muss ich wieder runter. Hier waren ja einige Wohllusse. Oder Wohllust. Ach, da oben, da war ich noch gar nicht hingegangen.